Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereny, Mediale Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Im heutigen Thema geht es wieder mal um Selbstausdruck, um Kommunikation, um sich selber mitteilen. Denn viele Leute blockieren sich ja im Selbstausdruck, weil sie entweder gelernt haben, zu brav zu sein, zu anständig zu sein und sich deshalb zurücknehmen oder auch gelernt haben, einfach eben, die wollen dann nicht unhöflich sein. Also das sind so diese Blockaden, die man so aus dem inneren Kind heraus hat. Und da sind wir oder sind viele so beeindruckt, dass das einfach auch so die Kommunikation, die Klarheit, dass das gehemmt ist auf dieser Ebene. Und Kommunikation hat ja einfach damit zu tun, dass man im Idealfall einen Ausgleich erzielt. Das heißt, jeder begegnet sich auf Augenhöhe und man findet dann ein Verständnis, eine Ebene. Ausgenommen sind natürlich dann Minderjährige, weil da braucht der Erwachsene mehr Autorität. Also wenn man Minderjährigen auf Augenhöhe begegnet, wird das wahrscheinlich früher oder später zu Problemen führen, also rein vom Systemischen her. Aber grundsätzlich sollte man ja sagen, es gibt niemanden, der größer ist als ich, der mehr weiß als ich. Denn ich bin eine erwachsene Person, ich bin die Expertin und der Experte in meinem Leben. Und wenn dich dieses Gefühl nervös macht, dass ich sage, na Moment, du bist die Expertin, was sagst du dazu? Und da kommt eine leichte Unsicherheit auf, dann kann das schon eben so ein Zeichen sein, dass man da eine Verletzung hat, eben so im Nabelchakra rein und dann auch im Selbstausdruck, also in der Kommunikation. Und deshalb wollen wir schauen, dass du jetzt wirklich dich als Expertin und als Experte in deinem Leben etablierst und dass du auch das Gespür bekommst, du hast dein Leben in der Hand und du kannst dein Leben für dich selber auch gestalten und regeln, ohne jetzt unbedingt auf das zu hören, was jetzt andere großartig sagen. Und das, denke ich, ist da ein ganz guter und wesentlicher Teil und vor allem in einer Zeit, wo ja sehr viel mit Unsicherheit gespielt wird, dieses du weißt gar nichts und hab Angst und sei einfach brav, da geht es noch viel, viel öfter darum, ganz klar und stabil bei sich zu bleiben und wirklich diese Eigenverantwortung zu leben und ganz klar auch sich auszudrücken und zu sagen, das passt für mich und das passt für mich vielleicht nicht so gut. Und wenn dich jetzt so diese Einführung schon ein bisschen getriggert hat, so vom inneren Kind her, dann werden wir jetzt gleich mal anfangen mit dieser Nabelchakra-Ebene, mit dieser Ebene im inneres Kind Unterbewusstsein. Das ist ja eigentlich so, wie gesagt, so der Informationspool, wo du beeindruckt wurdest, wo du beeindruckbar warst. Und dann schließ jetzt einfach mal deine Augen und atme mal tief ein dann wieder aus, einfach mal entspannt atmen und jetzt richte deine Aufmerksamkeit mal auf dein Nabelchakra. Das ist so das Zentrum, bisschen unterhalb deines Nabels. Du kannst es dir wie ein goldenes Licht vorstellen. Und wenn du möchtest, kannst du auch deine Hände so auf der Höhe deines Nabels, etwas unterhalb deines Nabels auflegen. Und einfach mal tief in dein Nabelzentrum atmen. Und mit jedem Atemzug sagst du jetzt mal in dich selbst hinein zu deinem Unterbewusstsein. Ich bin für dich da. Du brauchst keine Angst zu haben.
Ich bin für dich da. Du brauchst keine Angst zu haben. Und wiederhol diesen Satz immer wieder. Ich bin für dich da, du brauchst keine Angst zu haben. Und dann atmest du jetzt noch einmal tief ein und wieder aus. Und erlaubst dir jetzt, dein Unterbewusstsein, dein inneres Kind in die Sicherheit, in die Geborgenheit zu führen. Und wie das funktioniert ist, in deinem Rücken manifestiert sich jetzt ein strahlendes Licht. Und dieses helle, liebevolle, verständnisvolle Licht berührt dich bei deiner Hüfte und hüllt dein Nabelchakra jetzt von hinten ein. Und in diesem Licht ist alles Verständnis, alle Liebe enthalten, die dein Nabelzentrum jetzt braucht, die dein inneres Kind braucht. Und du spürst, wie sich dein Nabelchakra, dein Becken, deine Hüfte entspannt. Wie unendlich viel Trost in dich einfließt. Und du wirst immer ruhiger, klarer und entspannter. Und dieses Licht der Geborgenheit, des Verständnisses schafft nun deinem inneren Kind den Raum zu wachsen, zu erwachsen, erwachsen zu werden. Und das muss nicht sofort sein, sondern das geschieht genau in dem Zeitraum, genau in dem Rhythmus, der für dich stimmig ist. Und du spürst, dass sich dein inneres Kind jetzt öffnet und du spürst, wie du dich ausweitest, ausbreitest. Und du atmest jetzt mal tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus.
Du spürst jetzt einen tiefen Frieden, der durch dich hindurchfließt. Und du erlaubst dir, in diese Zufriedenheit ganz klar dich zu verwurzeln. Du spürst, dass dieses Urvertrauen und diese Sicherheit deines inneren Kindes zur Leichtigkeit und Unbeschwertheit deines Erwachsenen-Daseins wird. Nach oben hin, Solarplexus, Herzchakra, Brust, Schultern wird es leichter und nach unten hin wird es ruhiger. So eben Becken, Hüfte, Wurzelchakra. Da spürst du eine angenehme Wärme und Sicherheit und nach oben hin eine Leichtigkeit. Und alles, was du bis jetzt zu schwer genommen hast in deinem Leben, darf jetzt dein Energiefeld verlassen. Sämtliche Manipulationsenergien, sämtliche Fixierungen, alles, was dich eingeschränkt hat, verlässt nun mehr und mehr dein Energiefeld. Du spürst, wie sich deine Wirbelsäule stabilisiert und entspannt. Wirklich vom Ende der Wirbelsäule bis hinauf zum Atlas. Und du spürst eine neue Frische, eine neue Vitalität, die sich in dir manifestiert. Dort, wo du handlungsgehemmt gewesen bist, aufgrund alter innerer Kindverletzungen, löst sich nun diese Hemmung auf. Und du spürst, wie du kraftvoller und klarer wirst, wie sich auch deine Schultern entspannen, wie sich deine Halswirbelsäule entspannt. Und wie auch der Weg der Kommunikation, deines Selbstausdrucks, von dem weißen, verständnisvollen Licht gereinigt wird. Und wo du für dich wahrnehmen kannst, dass es jetzt gut ist und an der Zeit ist, absolut hinter dir selbst zu stehen und dir
und deinen Meinungen den Rücken zu stärken. Und spüre jetzt, dass du in deinem innersten Wesen Licht bist, dass du in deinem innersten Wesen Freiheit bist, dass du in deinem innersten Wesen Bewusstsein bist. Und erlaube dir nun diese Würde, diese Stabilität, in dein Alltagsbewusstsein zu übersetzen. Du bist unendliches Licht und dieses Licht regeneriert sich und heilt sich auch. Dieses Licht wirkt heilsam auf deinen Körper, auf dein Innerstes und auch auf dein Unterbewusstsein. Und dein inneres Kind. Dieses Licht stabilisiert dich nun in der Gegenwart und ermächtigt dich, vergangene, alte Verletzungen loszulassen. Du spürst nun, wie über deine Stimme, dein Kommunikationszentrum, ein absoluter Schutzschild geschaffen wird. Die absolute Abgrenzung wird manifestiert. Du weitest dich immer mehr und mehr aus. Und spürst, dass du immer kraftvoller und klarer wirst. Du spürst in dir immer mehr Freiraum und Freiheit und auch die Kapazität, diesen Raum zu beleben und auszufüllen. Du spürst jetzt, dass du in deinem Innersten deine Erwachsenenkompetenz, deine Erwachsenenautorität manifestierst und dass sich diese Manifestation auf deine Durchsetzungskraft auswirkt. Sämtliche Ängste und Sorgen sind von dir abgeflossen und du spürst eine tiefe Zufriedenheit und eine tiefe Klarheit. Deine Stimme wird gehört und du kannst dich gut ausdrücken.
Du wirst nicht mehr unter Druck gesetzt und niemand wird von dir unter Druck gesetzt. Alle diese Macht- und Ohnmachtsthemen, diese bedrückenden, beklemmenden Themen reinigen sich jetzt und lösen sich auf. Atme tief ein und wieder aus. Und erlaube dir, in deiner absoluten Kraft, in deiner absoluten Kompetenz zu erblühen. Du spürst, dass du lange genug mit dir selbst beschäftigt gewesen bist und dass du nun die Welt für dich einnehmen kannst und mit deinem Licht die Welt formen kannst. Du wirst nicht mehr verformt, sondern du beginnst jetzt aktiv zu formen. Du beginnst dich ganz klar auszudrücken. Und spürst, dass dich diese Kraft und diese Klarheit erdet, dir Würde gibt und dass du dich darauf freust, deinen neu gewonnenen Selbstausdruck zu erleben und zu leben. Atme nun tief ein und wieder aus. Und nochmal tief ein und wieder aus. Und beweg dich mal durch und spür mal in deinen Körper rein. Spür mal die Weite, spür mal die Kraft und die Leichtigkeit und auch die Geborgenheit. Bedanke dich bei der geistigen Welt für die Führung und für die Hilfe. Und komm nun Schritt für Schritt in deinem Tempo in diesen Raum, in diese Zeit zurück. Beweg deine Beine und deine Füße. Streck deine Beine und Füße durch. Beweg deinen Oberkörper und deine Arme und streck dich durch. Und atme nochmal tief ein und wieder aus. Und dann öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Wie fühlt sich's bei dir an? Du kannst diese Meditation natürlich wiederholen. Wir haben jetzt mal wirklich vom Nabelchakra aus, Halschakra, das so eine Linie gebracht. Die Intuition, so das höhere Selbst ist auch dazu gekommen. Und hat dir einfach mal so Freiraum verschafft. Also das wirklich so alles, wo du dich zurücknimmst oder wo du unsicher bist, dass das jetzt abfällt und so, dass du wirklich Expertin und Experte in deinem Leben sein kannst. Ja, wenn du Vorschläge für Meditationen hast oder Fragen dazu, dann schreib es mir einfach in die Kommentare. Abonniere den Kanal, lass mir einen Daumen hoch da und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Alles Gute, dein Oliver Erani. Tschüss.